Allein im Münchner Tierheim, dem zweitgrößten Deutschlands, sind letztes Jahr knapp 900 Hunde, 1300 Katzen und 1600 Kleintiere gelandet, weil zwischen Besitzer und Tier irgendwas nicht gepasst hat. Ihre Mission deshalb aufklären. Eine Stunde Tierschutzunterricht hat Regine Rottmeier in der Münchner Grundschule am Winterplatz gerade hinter sich und die nächste Klasse wartet schon. Kinder sind sehr wissbegierig und sehr aufmerksam, wenn es um Tiere geht. Das heißt, wenn sie was Neues erfahren, werden sie es mit hoher Wahrscheinlichkeit dann auch zu Hause umsetzen oder die Eltern darauf hinweisen. Seit einem Jahr ist Rottmeier in Schulklassen unterwegs, als einer von über 50 Tierärzten bei der Initiative Liebe fürs Leben. Sie kann hier viel erreichen. Haustiere sind Herzenssache in dem Alter. Wer von euch hat denn ein Haustier zu Hause? Meldet euch mal. Wer hätte denn gern ein Haustier? Ein Hund, von dem träumen irgendwie fast alle hier. Nur ist der halt auch ein Lebewesen mit Bedürfnissen. Also ich glaube, man müsste mit ihm spazieren gehen. Aber man muss immer rausgehen morgens. Morgen ganz früh, oder? Und würdest du dann jeden Morgen mit dem spazieren gehen? Ja. Ja, wer sich dann kümmert, ist meist ein genauso heikles Thema wie die Körpersprache der Tiere. Also, woran erkennen die Kinder Aggression, woran Angst? Der macht sich klein, der krümmt den Rücken nach oben, der legt die Ohren an und zieht den Schwanz ein bis zum Bauch. Und jetzt kommt der Stoffhund zum Einsatz. Einfach mal üben, wie man sich einem fremden Hund nähern kann. Du hast jetzt, du warst ein bisschen schnell. Geh noch mal zurück. So, also. Ah, stimmt. Genau. Runtergehen, ganz langsam. Tier und Mensch soll es gut gehen, wünscht sich Regine Rottmeier. Also bitte kein nachtaktiver Goldhamster fürs Kind und kein Hund, wenn man nie da ist. Es läuft viel falsch, weiß sie aus ihrer langjährigen Berufserfahrung und wünscht trotzdem jedem Kind ein Haustier. Es ist ja erwiesen, dass Kinder dadurch sozial unheimlich gewinnen, wenn sie Sorge tragen für ein Haustier. Fertig für heute. Zurück in den Brotjob als Tierärztin. Und wenn nur ein paar Kinder etwas mitgenommen haben, hat sich's gelohnt für sie.